Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Multi S. Ja, wo waren wir? Farbschema von Windows 7 wurde geändert. Ja, vielen herzlichen Dank, Windows, dass du mir das mitteilst. Ich glaube, wir hatten da so ein paar Gespräche und wollen jetzt zurück in die Digifarben. Gott, die Steuerung, oh mein Gott. Hey An, kann ich dich etwas fragen? Was ist das Problem? Ich habe etwas, über was ich nachdenke. Kann ich ein bisschen alleine sein? Natürlich. Danke. Sehen wir uns später. Tschüss. Ich frage mich, was in seiner Vergangenheit, was es damit auf sich hat. Ich sollte ihm besser etwas Zeit geben. Kanemon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was ist los? Warum bist du so panisch? Was? Es ist keine Zeit herumzustehen. Paimon hat die Digimon-Farm verlassen, ohne irgendjemandem was zu sagen. Was? Bist du sicher? Er ist in die Mangrove-Woods gegangen. Ich denke, wir sollten hinterher. Ja, danke, du hast recht. Hui, die Mangrove-Woods, wo auch immer die liegen. Ach, die sind neu. Nein, mit Perwoll gewaschen. Ach, so hübsch hier. Oh. So hell und bestimmt voller neuer Digimon. Gehen wir einfach mal da lang. Hallo. Ach, wird das schön hier. Oh, ja. Hier gefällt's mir. Mache ich Urlaub. Da, 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 da. Ach, gut. Du bist so süß. Ein Pinguinmon. Du bist nicht so süß. Du bist immer nur so süß. Ja, es kann sein, dass das Sound ein bisschen leise ist, weil ich ihn außerdem ein bisschen verstellt habe, aber egal. Hauen wir da mal drauf. Oh Gott, ich bin das Kampfsystem von Skazavakalia noch zu sehr gewöhnt und wow. Okay, also ich werde in nächster Zeit wohl kaum trainieren müssen oder so. Ups. Ein bisschen zu viel trainiert, hä? Ach, egal. No. Armer Murphy, der einzige, der noch nicht auf dem Ultra-Level ist. Ja, dafür brauchst du aber noch ein wenig. 8 Level. Ich habe das Gefühl, als würden die. Oh Gott, nein. Gehen wir einfach mal nach links. Gucken wir nach, wo wir hier hinkommen. Vielleicht kommen wir da vorne an die Schatztruhe, die wir gesehen haben. Die ist lila. Ah, okay. Lila ist also. Eine später oder zwei später, wer weiß. Merken wir uns. Du schon wieder. Selbe Team? Das. Nein! Kiwi! 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 Ich mag Kiwimon! Ich mag Kiwis! Die sind so lecker! Gott, ist der süß! Den kaufe ich mir! Oh! Dafür töte ich erstmal das Penguinmon. Gott, es ist süß, es hat grüne Augen, es ist süß, es ist flauschig, es hat grüne Haare, es ist einfach nur geil. Jetzt muss ich es leider kaputt machen. Ist es süß hier. Njong. Oh, hier hätte ich trainieren können, aber vorher musste Devimon weg und nü, nü, nü und süß und kuschelig und falscher Film. Miau. Und noch so eine Truhe. Bin ich jetzt gerade im Kreis gelaufen? Tatsächlich. Ich bin im Kreis gelaufen. Also zurück. Hallo? 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 Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Plot, wo bist du? Jetzt ist er wieder mit Dings. Nein, schon wieder ein Kiwimon. Ah. Und sogar nur zwei. Das heißt, zwei Runden und beide weg. Zack. Och, hör auf zu quietschen, PC. Hör auf zu quietschen. Ist ja gut. Ist ja gut. Und komm. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein riesiges Warmon sich auf so ein kleines Kiwimon schmeißt und das Kiwimon platt ist. Das arme Kiwimon. Hui. Okay.
Hier hätte ich auch hier lang gehen können und da lang und hier sind überall Abzweigungen und nee, ist ja fast so schlimm wie in den Sümpfen. Hallo. Du alleine. Egal, machen wir trotzdem zwei Runden raus. Und wann kommst du denn dran? Ja, wann kommst du denn dran? Ah, da oben kommst du dran. Ja, bis dahin bist du aber dort. Kra. Schön. Hätten wir das erledigt, gehen wir weiter. Geh nach oben. Und Zilim hat einen alten Pott entdeckt. Jetzt ist er stolz drauf. Nichts gesagt. Pinguin. Kinderpinguin. Und Kiwi. Kiwi ist das gesündere von beiden. Na, oh, komm. Punch. Wie der einfach so wegstirbt. Komm, stepp auch. Miau. Miau. Und nochmal 100 Erfahrungspunkte. Ist hier jetzt irgendwo? Hallo. Muss bestimmt später nochmal hin. Und wow. Schritt, Digimon, Schritt. Digimon, Schritt! Ey, Fuß, komm auch! Ihr Spiel hasst mich! Schon wieder? Schon wieder E3. Das heißt, ich brauche wieder drei Runden, bis ich das hier fertig habe. Zack! Ich könnte ja auch Spezialangriffe von Sasa machen, aber. Nee. Das kostet ja Mana und die könnte ich gegebenenfalls beim Endboss brauchen. So ganz gegebenenfalls. Und Jonas kommt irgendwie nicht dran, der Arme. Armer Jonas. Zack. Tot. Yay. Murphy. Und ein Digimon Farm Report. Nein, nicht heute. Du wirst eh nur das gleiche labern wie sonst auch. Also, immer hier oben lang. Leg einen Stein. Noch mehr Stein. Haben wir später eine Quest, Sammelstein? Wie ich jetzt einfach so 7 Minuten spiele und noch nichts erreicht habe. Da-da-dam, da-da-dam-dam, da-da-dam. No, Punch. Oh, warum muss ich so viele Kiwis töten? Mann. Was war das? Das sah komisch aus. Egal. Pagumon, muss ich jetzt doch nach unten? Und nö, schon wieder im Kampf. Oh, hallo. Ein Perotmon. Ein, was ich weiß, wohl im Original Armor-Level. Digimon, oder? Ein Ultra-Level? Oder doch ein Champion-Level? Gott, ungebildetes Ding ich bin. Und wow, er ist ausgewichen. Oder sie? Und wir wissen es. Und irgendwie sieht das toll aus. Sterb. Gut aussehen, Bonus reicht nicht. Oh, hat gute Erfahrung gegeben. Beim nächsten Kampf steigt Murphy in Level und Silim hat entdeckt, dass da oben. Ah ja, Skype for the win, lalala. Ich hätte sagen sollen, dass ich gerade aufnehme. Egal. Mich interessiert gerade nur. Wo ist Kera? Irgendwas. Ah, da ist Kera. Warum entdeckt er denn da oben nichts? Die blinde Nuss. Hui, hui, hui. Da, 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 Pengu. Kinderpingui. Nee, da fällt mir nichts zu ein. Chocobon, so ein kleiner Hund. Mit einem Hub sind die im Mund. Wieder die beiden. Also wenn ihr nochmal kommt, wird's langsam langweilig. Ich möchte nochmal so einen Papagei haben. Der war toll. Und irgendwie.
Es klingt meine Stimme bestimmt komisch, weil ich nichts zu trinken da habe. Egal. Duck. Wurde langsam Zeit für einen Digimon-Part und weil Digimon cool ist und ich beinahe vergessen habe, was ich machen musste, steigt Murphy gerade einfach mal so ein Level und denkt sich, yay, ich bin ein Level gestiegen. Und jetzt gehen wir nach da und ist das groß hier. Zumindest sind hier keine verwirrenden Strudel, die irgendwie hinführen, wo sie hinführen wollen. Und ein Kiwi? Und noch ein Kiwi? Und noch ein Kiwi? Da kann man ganzen Salat von machen. hast du denn irgendwas, was sich vielleicht da gerade lohnt? Zum Beispiel diesen Angriff? Pam. Super. Und das überleben natürlich alle. Aber es kostet so viel Mana. Ist mir zu doof. So, mach ich jetzt den weg. Murphy darf dann die anderen beiden wegmachen. So. Jetzt haben wir einen Salat. Magma Kiwi-Salat. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht probiert. Kann man sowas machen? Gibt's sowas? Gibt's Kiwi-Salat? Was ist das hier? Strand! Da, 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 da. Na, zumindest keine drei Kiwis. Wenn man von Kiwis spricht, hä? Na gut, ich hab 'ne Idee. Da kann ich sogar mit Taktik rangehen. Juhu, machst die beiden. Okay. Warmon darf sich jetzt auf das kleine Pinguinmon stürzen. Los, Sasa! Platsch. Es ist platt. Wie eine Flunder. Egal. No, und wie gesagt, du darfst dich um die beiden kümmern. Hat sich nichts geändert. Futter, Geld, Trinken, Essen, schwarzer Käse. Hallo? Wo bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? 12 Minuten wieder nur umhergeirre. Und Kiwi-Salat. Also allmählich wird es langweilig, immer nur dasselbe zu sehen. So, komm, klatsch. Njo. Ich glaube, ich mache jetzt lieber Kopfkino, wie Warmon sich auf einen Pinguinmann stürzt. Es hat überlebt. Warum? Es ist ausgewichen. Ha. Aber... egal, da macht Jonas das jetzt. Gut. Gemacht. Jonas. Jo. Hat er das nicht gerade eben funktioniert? Und wo bin ich hier? Ah, hier geht's weiter. Ich wollte lang. Kiwi. Mon. Kiwi. Mon. Oh Gott. Muss das sein? Egal, dann machen wir erst euch beiden Helden. Zack. Njom. Patch. Dann darfst du dich auf Kiwimon stürzen. Pass auf, pieksig. Gut gemacht. Und es sieht irgendwie trotzdem komisch aus, wenn Kiwimon verschwindet. Ist es auch bei dir so? Ja. Es liegt vielleicht am Hintergrund, weil der so hell ist. Nein, jetzt lass mich da lang. Oh, Endboss-Time. Mach mal noch! Och, ein Deramon? Hießen die so? Haha, hast du genug? Geh uns aus dem Weg, oder aus unserem Sichtbereich, oder verschwinde. Es gab eine Besetzung, es gab eine Besetzung, es gab eine Besetzung. Ah!
Verschwinde mir aus den Augen oder so, glaube ich, heißt das so. Oh, au, au, halt auf, auf, aufhören, was macht ihr? Wie will ich denen entsprechen? Ach, wen interessiert's? Dich nur anzusehen irritiert mich. Pulverisiert ihn. Was? Pulverisiert ihn ein bisschen länger, Jungs. Ja, Boss. Ah, stopp, bitte, hört auf. Also, die hacken gerade regelrecht auf Pagumon rum, weil das Ding nicht klein genug ist. Oh nein, Pagumon, ich muss aufpassen, wir verletzen ihn. Und warum? So. Hey, hört auf ihn rumzupicken. Was? Wer bist du denn? Anne! Stehst du etwa für ihn ein? Dann werden sie auch dich picken. Los, Jungs, ihr kennt ja die Routine. Ja, natürlich. Ich habe keine andere Wahl, zu kämpfen. Ja, das sind aggressive Vögel. Die Vögel. 3. Die Digimon-Version. Aha. Und als hätten wir diese Digimon gerade eben nicht oft genug gesehen, aber mal in einer neuen Konstellation. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Die stehen da gerade so nett. Deswegen machen wir hier einen Strange Punch drauf. Och Mann, musste das sein? Und machen jetzt Blazing Spout. Schlicht und einfach, weil ich es kann. Und der eine weicht aus. Ja, super. Hat sich voll gelohnt. Dann hau drauf, mach's platt. Das war der schwerste Vorbosskampf, den ich je erlebt habe. Jungs, seid nutzlos. Ich werde das wohl selbst regeln müssen. Es ist für mich so wie ein König, sind V, also so eingebildet, hochnäsig, königlich. Das Ding hat eine Krone auf. Okay, gucken wir erstmal nach, wie viel ein normaler Schlag abzieht. So. Okay, er ist ausgewichen. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Drauf. Ja, ja, ja. Was haben wir denn so alles an Einzelangriffen? Darkness Jeert? Was bist du eigentlich? Flug? Keine Ahnung, was gegen Flug hilft. Versuch mal das hier mal. Okay, ja. Wird sich ein wenig ziehen. Ach komm. Zack, zack, zack. Weil Jonas einfach voll der Overkiller ist, wenn er trifft. Ja, okay. Eine Wasserattacke. Wie Murphy einfach steht. War da was? Komm, drauf. Mach ihn platt. Los, Sasa! Komm, Sasa! Sasa. Nein, jetzt muss das ja doch Murphy machen. Lame. Okay, langsam ist langweilig. Ich will in eine Gegend, wo die stärker sind. Oh, tut mir leid. Wenn ich ihn mir genau ansehe, dann hat er mich an etwas ein starkes Digimon, das mich... Keine Ahnung was. Und das irritiert mich. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich fühle mich schlecht. Selbst wenn es ist, du solltest nicht auf andere Digimon rumhacken, die schwächer sind als du. Ja, ich werde es nie wieder tun, weil du es mir gesagt hast. Und weil Silim da oben ein Stück Gras gefunden hat. Nun, Jungs, verstanden? Ja. Ja. Verstanden. Tschüss, ihr vier. Ibi, komm wieder. Pagumon, bist du in Ordnung? Danke, aber ich denke, die Digimon... Die zuvor so komisch behandelt haben.
haben auch mich irgendwie in meiner früheren Form niedergemacht. Ich denke, ich sollte es ihnen heimzahlen. Hast du irgendwas aus deiner Erinnerung, aus deiner Vergangenheit wieder zurück errufen können? Ja. Irgendwas. Dann lass uns zurück zur Digifarm gehen und wegen deiner Erinnerung an die Vergangenheit. Ja, natürlich, ich habe diese Träume von einer Stadt. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist, aber ich möchte dorthin. Vielleicht werde ich dort etwas über mich selbst herausfinden und ob ich wirklich stark war. Nun, wenn das der Fall ist, solltest du mir alles davon erzählen. Vielleicht kann ich dir helfen, es zu finden. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich existiert. Es ist vielleicht auch nur in meinen Träumen. Wenn es so ist, dann weiß ich nicht, wo es ist. Und ich möchte nicht, dass du da irgendwie deine Zeit verplemperst oder so. Keine Ahnung, es ist keine Verschwendung. Ich bin sehr glücklich, wenn ich dir helfen kann und deine Probleme zu lösen. Als dein Thema. Ich bin dein Thema nach alledem oder keine Ahnung. Oder nach allem, ich bin dein Thema oder sowas. Danke. So, also möchtest du hin? Lass mich überlegen. Es sind hohe Klippen und eine Menge Fossilien in der Gegend. Okay, ich habe noch nie von so einem Ort gehört. Nun, lass uns herumfragen und vielleicht weiß hier jemand von einem Ort wie diesem. Okay, let's go. Ja, ich glaube, das reicht für einen ganzen Part. Toll, ein ganzes Ding in einem Part geschafft. Also dann, bis dahin.